Wer nicht einmal in der Lage ist, als Ausländer bei uns die Treppen zu putzen, der kann bitteschön das Sozialsystem des Staates in Anspruch nehmen, dessen Staatsangehörigkeit er hat. Vielleicht hat er dort ja die Sprachkenntnisse, um auf dem Arbeitsmarkt etwas Sinnvolles für die Gesellschaft beizutragen. Er braucht aber bei uns nicht im Sozialsystem herumfischen. Ich habe dieser Bundesregierung und spezifisch Herrn Bundeskanzler Olaf Scholz zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise vertraut. So, einen wunderschönen guten Abend. Ich muss ganz ehrlich gestehen, eine Aussage von Maurice gleich am Anfang hatte mich verwirrt. Er meinte, wir könnten viel Neues aus dem Bundestag berichten. Ich muss Sie und euch jetzt wirklich enttäuschen. Ich muss Sie nämlich darüber in Kenntnis setzen, dass die etablierten, die ach so demokratischen Parteien eine diffuse Angststörung entwickelt haben. Sie haben Angst davor, dass Mehrheiten im Parlament entstehen könnten. Und das ist der Grund, warum nicht nur die nächste Sitzungswoche komplett ausfällt. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie ja Termine beim Psychotherapeuten auf der Couch. Sie haben auch die letzte Sitzungswoche fast komplett abgeräumt. Und Sie haben der Opposition verboten, Anträge einzubringen und darüber debattieren zu lassen. Sie wollen nur noch über Inhalte debattieren, über deren Mehrheit Sie sich vergewissert haben, etwa das Bundesverfassungsgerichtsabsicherungsgesetz. Ich wünschte ja, es würde dagegen abgesichert werden, dass Leute wie Stefan Habart, die vorher stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Fraktion waren, dann Präsident des Bundesverfassungsgerichts werden können. Also es wäre schön, wenn sie die Gewaltenteilung absichern würden, aber nein. Es geht natürlich um einen diffusen Schutz vor dem, was man uns immer vorwirft, übrigens dem, was man auch Donald Trump in den USA immer vorgeworfen hatte, so nach dem Motto, wir würden Deutschland in eine Diktatur umbauen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wer Deutschland in eine autoritäre Veranstaltung umbaut, das war Kanzler Scholz. Das war ein Kanzler Scholz, der am 27. Februar 2022 den Bundestag zu einer Sondersitzung zusammenrufen ließ, um den Bundestag zu verkünden, dass ab nun die Zeitenwende existiere und dass man ja das, was man sich im Koalitionsvertrag vereinbart hatte, nur noch viel schneller durchziehen müsse, nämlich die Deindustrialisierung unseres Landes, die sozial-ökologische Transformation, jene Zeitenwende, die darauf setzt, uns jegliche Energiezufuhr abzuschneiden, uns jegliche günstige Wirtschaftslage abzuschneiden und unser Land auf einen permanenten Weg des Abstiegs zu führen. Das war die wahre Regierungserklärung unseres Kanzlers Scholz am 27. Februar 2022. Und ich finde die Debatten, die wir jetzt gerade führen, so absurd. Jetzt rufen mich ständig Journalisten an, ob ich denn dieser Regierung das Vertrauen aussprechen werde. Und ich serviere denen dann immer einen Satz. Werter Herr So-und-so, ich habe dieser Bundesregierung und spezifisch Herrn Bundeskanzler Olaf Scholz zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise vertraut. Und ich werde das auch in naher Zukunft nicht tun. Ich kann keinem Kanzler Scholz vertrauen, der unsere Wirtschaft umbauen will. Ich kann keiner Annalena Baerbock vertrauen, die sich im Januar 2023 in die Parlamentarische Versammlung des Europarats gesetzt hat. Ich war in dieser Sitzung und gesagt hat, we are fighting a war against Russia. In sehr schlechtem Englisch hat sie das gesagt. Ich kann keiner Regierung vertrauen, die wie Lisa Paus unsere Grundsätze der Familie, unsere Grundlagen der Gesellschaft aufkündigt und uns erlaubt, unser Geschlecht über ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz häufiger zu wechseln als unseren Telefonanbieter. Ich kann keinem Wirtschaftsminister Robert Habeck vertrauen, der der Ansicht ist, dass Unternehmen nicht insolvent gehen, sondern dass sie einfach aufhören zu produzieren. Ich kann keiner Regierung vertrauen,
die unserem Land nicht vertraut. Denn das ist doch das, was hinter diesen ganzen psychotischen Ängsten steckt. Diese Regierung weiß, dass Deutschland ein starkes Land sein kann. Diese Regierung weiß, dass unsere Deutschen ein starkes Volk sind. Aber diese Regierung tut alles dafür, dass dieses Volk nicht mehr stark sein soll. Deswegen die Debatten um Verbrennermotoren aus. Deswegen Gesetze zum Verbot von Heizungen in Gebäuden. Deswegen die Debatten um LGBTQ. Und deswegen kam dieser Bundesregierung, auch dieser Ukraine-Krieg, so gelegen, dass Scholz sogar ein kleines Lächeln bei dieser Zeitenwende-Rede auf den Lippen hatte, als er sagte, wir müssen jetzt das schneller tun, was wir von Anfang an vorhatten. Und dann explodierte auf wundersame Art und Weise Nord Stream 2. Und erst waren es angeblich die bösen Russen. Und dann wusste man es nicht. Und jetzt sollen es Ukrainer gewesen sein, die auf einer Yacht da rausgegondelt sind, um diese Pipeline zu sprengen. Spätestens dann, wenn ich diese Version der Regierung offiziell glaube, dann hätte ich nicht nur Beweise gerne sehen wollen, sondern dann würde ich auch gerne die ganz klare Aussage unserer Regierung sehen, dass wir ganz bestimmt keine Waffen liefern werden an ein Land, von dem Selenskyj behauptet, dass ja diese Militäraktion mit dem Gas, mit der Nord Stream 2 Sprengung zwar ursprünglich kurz mal angesprochen worden sei, er den Befehl gegeben habe, er sich dann aber nach einem Treffen mit Joe Biden anders überlegt habe, er dann seine Generäle angerufen habe, die ihm dann aber gesagt haben sollen, dass sie den Befehl nicht abbrechen könnten, weil angeblich diese Gruppe bereits losgefahren sei, um zu dieser Yacht zu gelangen und über keinerlei Kontaktmöglichkeiten verfügten, um diese Aktion abzubrechen. Wer ein solches Militär beieinander hat und solche Befehlsstrukturen, der sollte niemals auch nur ein deutsches Waffensystem anfassen. Ganz geschweige von der Tatsache, dass Deutschland mit diesem Krieg nichts zu tun hat. Ukraine ist nicht Teil der NATO. Die Ukraine ist nicht Teil der Europäischen Union, auch wenn Ursula von der Leyen alles tut, um dieses Land so bald wie möglich in die Europäische Union zu kriegen. Übrigens genauso wie Georgien oder Moldawien. Die einzigen, die irgendeine Verpflichtung, wenn auch über aus ferner liefen, für dieses Land haben, dann sind es vielleicht die USA und Großbritannien. Und zwar, als die Ukraine 1994 ihre Atomwaffen abgegeben hat, gab es eine Sicherheitsgarantie der Russischen Föderation, der USA und UK. Wenn die sagen, wir unterstützen die Ukraine, dann sollen die das meinetwegen tun. Aber wenn die Amerikaner was sagen, bedeutet nicht, dass wir da das Gleiche sagen müssen. Wir brauchen endlich wieder nationale Souveränität. Wir brauchen endlich wieder eine Regierung, die unser Land vertritt und keine CDU, die Angstpsychosen vor Mehrheiten hat. Es könnten ja tatsächlich viele gute Beschlüsse gefasst werden. Jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir eine Minderheitenregierung haben und wo das eigentlich eine Sternstunde des Parlaments sein könnte bis zur Neuwahl. Denn schließlich ist das Parlament, der Deutsche Bundestag, der Gesetzgeber, nicht die Regierung. Der Deutsche Bundestag kann einen Antrag beschließen, in dem steht, und wir formulieren oft Anträge gemeinsam, der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, dieses oder jenes zu tun. Könnte der Bundestag machen, jederzeit. Die ganze Wahlperiode über hat die CDU-CSU nichts anderes getan, als unsere Inhalte abzuschreiben. Im Bereich des Zuzugs, der illegalen Migration, im Bereich der aktivierenden Grundsicherung. Wir haben seit 2014 den Begriff aktivierende Grundsicherung im Grundsatzprogramm unserer Partei stehen. Wir haben ihn mit Leben gefüllt in dieser Wahlperiode, indem wir sagen, Bürgergeld wird abgeschafft, wir brauchen eine Bürgerarbeit nach 6 Monaten spätestens eben Leistungsbezug und wir wollen vor allem auch die Leistungen beschränken auf Deutsche. Ja, wir brauchen keine Ausländer im Bürgergeld. Was soll das? Wir haben jetzt 2,65 Millionen ausländische Bürgergeldempfänger auf 2,88 Millionen deutsche Bürgergeldempfänger. Und jedes Jahr werden weitere 300.000 illegale Migranten aus Syrien, Afghanistan und sonst wo importiert. Nächstes Jahr ist der Kipppunkt erreicht. Ja, wozu verhalten wir bitteschön Leute, die nicht einmal den deutschen Pass haben? Da muss ich doch ganz klar sagen, wenn jemand nicht das Zeug hat,
in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt einzutreten und mindestens Treppenhäuser zu putzen. Ich bin auch im Aufsichtsrat der Wildauer Wohnungsbaugesellschaft, die jetzt tatsächlich das Problem hat, dass sie keine Treppenhausreiniger findet. Wer nicht einmal in der Lage ist, als Ausländer bei uns die Treppen zu putzen, der kann bitteschön das Sozialsystem des Staates in Anspruch nehmen, dessen Staatsangehörigkeit er hat. Vielleicht hat er dort ja die Sprachkenntnisse, um auf dem Arbeitsmarkt etwas Sinnvolles für die Gesellschaft beizutragen. Er braucht aber bei uns nicht im Sozialsystem herumfischen. Aber es wäre möglich, einen Antrag zur aktivierenden Grundsicherung zu beschließen. Es wäre möglich, endlich mal das umzusetzen, was die CDU-CSU noch vor wenigen Wochen selbst beantragt hat, nämlich die illegale Zuwanderung massiv zu begrenzen oder auch aus dem Verbrennermotorenverbot auszusteigen. Es wäre möglich. Die müssten nur ihren Antrag in die zweite Lesung bringen. Wir haben Ihnen ja bereits gesagt, wir würden gegebenenfalls zustimmen, weil so schlecht ist der Antrag ja nicht. Ich meine, Sie haben zwar ein paar Fehler beim Abschreiben gemacht und der Antrag ist nicht mehr so gut wie das AfD-Original, aber immerhin, man kann ja doch damit leben, also stimmen wir zu. Und deswegen entwickelt jetzt die CDU-CSU diese Angstpsychose, um Gottes Willen. Was machen wir, wenn ein Antrag, der Deutschland dient, mit Hilfe der AfD beschlossen wird? Dann dienen wir lieber nicht Deutschland. Dann ist uns Deutschland lieber egal. Dann ist das, was auf der Vorderseite des Deutschen Bundestages steht, dem deutschen Volke einfach nur Makulatur. Es geht ihnen nicht um das deutsche Volk. Es geht ihnen ganz brutal und billig um Macht. Es geht ihnen um Macht. Es geht ihnen um Ideologie. Und es geht ihnen um irgendwelche gottverdammten Deals, genauso wie Ursula von der Leyen, ihr ganzes Programm. Sie wurde ja nie gewählt, aber plötzlich war sie da, zum European Green Deal geschrieben hat. Joe Biden ist mit seinem Green New Deal in den USA völlig durchgefallen. Ursula von der Leyen macht einen European Green Deal. Joe Biden macht Build Back Better, fällt damit durch. Ursula von der Leyen macht Build Back Better Europe. Die haben sich nicht einmal einen neuen Begriff ausgedacht, weil sie bereits in diesem Kopiermodus sind, weil sie bereits in diesem Nachlaufmodus hinter den amerikanischen Demokraten sind. Und das müssen wir beenden. Wir dürfen nicht mehr irgendwelchen Ideologen von irgendwo auf der Welt nachlaufen, sondern wir müssen auf unser Volk hören. Keine andere Partei macht solche Bürgerdialoge, wie wir es hier aufgefallen. Es gibt mal eine Veranstaltung, wo irgendwie, was weiß ich, Christian Lindner kommt und dann sitzen da fünf Gestalten. Aber in der Regelmäßigkeit, wie wir das machen, Maurice, ja, zu Wahlzeiten natürlich Stimmen abfischen. Aber in der Regelmäßigkeit, wie wir das machen hier, macht das keine andere Partei. In der Regelmäßigkeit, wie wir draußen sind, jeder von uns ist, glaube ich, 3-4 Mal in der Woche auf einen Termin unterwegs, mindestens, macht das keiner von den anderen. Sie wollen es nicht machen, sie wollen gar nicht auf ihre Leute hören. Und dann behaupten sie, dass die Zivilgesellschaft ja irgendwas sagt und das müsste man umsetzen. Die Zivilgesellschaft sind irgendwelche NGOs, irgendwelche linken Organisationen, die Steuergeld dafür bekommen, das zu behaupten, was die Regierung hören will. Und dann sagt das die Zivilgesellschaft und dann sagt die Regierung, weil die Zivilgesellschaft das behauptet hat, machen wir das jetzt so. Dieses ganze Konstrukt müssen wir auflösen. Raus aus diesem links-grünen Kosmos. Zurück zu dem, was Demokratie wirklich bedeutet. Nämlich Volksherrschaft. Wir brauchen Aufrichtigkeit, wir brauchen Geradlinigkeit, wir brauchen ein offenes Ohr für unsere Leute. Wir brauchen keine Machtpolitik und wir brauchen keine Deals. Wer sowas macht, ist einfach nur schmutzig und wahrscheinlich ist genau deswegen die Farbe der CDU-CSU schwarz. Liebe Freunde, worum kämpfen wir bei der Neuwahl, die jetzt ansteht? Wir kämpfen dafür, unser Land wieder auf den richtigen Kurs zurückzubringen. Wir kämpfen dafür, wieder diese Authentizität, diese Geradlinigkeit, diese Ehrlichkeit in die Politik zurückzubringen. Wir kämpfen dafür, dass Demokratie wieder Volksherrschaft heißt und dass auch wirklich das Volk wieder was zu sagen hat. Durch Volksentscheide. Davor haben die anderen ja auch Angst. Referenten. Durch tatsächliche Debatten. Und zwar nicht in irgendwelchen abgeschirmten Panels von irgendwelchen zivilgesellschaftlichen Organisationen, wo AfD da nicht rein dürfen. Wurde mir ja gerade erst vorgestern in Pritzwalk berichtet, da durften Stadtverordnete der AfD dieses tolle Demokratieforum nicht betreten. Ja, die wurden rausgehalten, sie durften nicht. Ja, AfD ist verboten. Tolle Diskussion. Nein, wir wollen das Gegenteil. Wir wollen uns alle anhören, ja, auch die Gegenseite anhören. Wir sind doch gar nicht den anderen gegenüber feindlich gesinnt. Die anderen sind uns gegenüber feindlich gesinnt. Und wir wollen tatsächlich
einen breiten demokratischen Konsens für unsere Politik finden. Denn wir wissen, unsere Politik ist die Politik, die Deutschland wieder retten wird. Wir werden eine Wirtschaftswende machen, die den Namen verdient. Wir werden aussteigen aus dieser ganzen Bürokratie, die unsere Wirtschaft 146 Milliarden Euro im Jahr kostet. Wir werden die illegalen Migranten alle zurückschicken. Wir werden unser Sozialsystem umbauen und absichern, sodass es zukunftsfähig ist. Wir werden unsere Renten absichern. Was war denn das für eine Debatte, als der Wirtschaftssachverständigenrat die Wirtschaftsweisen der Bundesregierung empfohlen hat, lasst uns doch, damit ihr mehr Geld für die Ukraine habt, die Witwenrenten streichen und die Mütterrente kürzen. Was für ein Hohn den Menschen gegenüber, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben. Nichts von dem wird die AfD tun. Wir werden die Rente schützen, wir werden unsere Sozialsysteme schützen, wir werden aber auch unsere Wirtschaft schützen, weil die Grundlage dafür ist, dass wir uns überhaupt ein Sozialsystem leisten können. Und wir werden unsere Familien schützen, weil die Kinder die Grundlage dafür sind, dass weitere Nachwuchs in die Sozialsysteme und in unsere Wirtschaft existiert. Also eine demografische Zukunft. Das ist unsere Pflicht unserem Land gegenüber. Das ist aber auch, und das sage ich als Christ, unsere christliche Pflicht, genau das zu tun, meine Damen und Herren. Und deswegen... Und deswegen sind wir dieses verhasste Gegenmodell. Weil bei uns nichts nur auf irgendeine Kleingruppe innerhalb der Bevölkerung abzielt, sondern weil wir einfach dem deutschen Volke dienen wollen, so wie es an der Fassade des Deutschen Bundestags steht. Ja, wir werden auf dem Weg dorthin Fehler machen. Ja, wir werden auf dem Weg dorthin vielleicht auch manches tun, wo wir später sagen, war nicht optimal. Aber insgesamt ist unsere Grundeinstellung, dass wir sagen, wir dienen dem da oben und wir dienen dem deutschen Volk. Genau das, was uns als AfD so stark macht und was der CDU-CSU diese Angstpsychosen verleiht. Denn schließlich haben sie diesen Weg der Tugend schon längst verlassen. Die Brandmauer wird dann fallen, wenn sich die CDU-CSU ihren eigenen Dämonen stellt. Erkennt, wie weit sie eigentlich von dem Kurs abgewichen sind, den sie mal gehen wollten, als sie mit 14 oder 15 Jahren in die junge Union eingetreten sind und seither geschliffen worden sind, allerdings ziemlich schlecht geschliffen, nicht wie ein funkelnder Diamant, sondern wirklich wie ein Wegwerfprodukt. Diese Union muss zurückkehren und dann lässt es sich vielleicht über eine Zusammenarbeit nachdenken. Jetzt aber erstmal gilt es, für Deutschland zu kämpfen, für die Deutschen zu streiten und den Deutschen die Chance zu geben, mit ihrem Mandat, mit ihrer Stimme zu sagen, die AfD ist die Zukunft für unser Land, die AfD ist die Rettung für Deutschland. Die AfD ist das, was ich will. Vielen herzlichen Dank. Danke, Norbert. Tick im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.